Jedes Jahr findet in Erfurt die interkulturelle Woche statt. 2015 lautet das Motto Vielfalt, das Beste gegen Einfalt. Doch was ist eigentlich kulturelle Vielfalt? Na, einfach Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen, die jeder einfach irgendwie ein bisschen von seinem Land auch mitbringt und, weiß nicht, verschiedene Gerichte, verschiedene Lieder, einfach so, weiß nicht, Geschichten, die man in seinem Land so hat. Kulturelle Vielfalt ist, wenn viele Leute zusammenleben. Unter vielen, vielen Nationen. Die verschiedensten Arten der Kunst, Musik, Schauspiel, Theater, alles Mögliche. In jeder Form, also kann man schwer beschreiben. Das ist ein weites Feld. Wenn Menschen verschiedenster Religion, Herkunft einfach miteinander leben können. Mit Verständnis und allem drum und dran. Und man sich gegenseitig halt das Leben von dem anderen erzählt, zuhört, versteht und Fragen stellt. Und dass einfach Kommunikation stattfindet. Kulturelle Vielfalt fängt in der Wohnung an und hört bei der Gesellschaft und in unserer Euro-Gemeinschaft noch nicht auf. Es ist also alles, was damit zu tun hat, dass der Mensch sich wohlfühlt. Kulturelle Vielfalt ist für mich, dass ich unterschiedliche Theatergenres im Angebot habe, dass ich Konzerte habe in unterschiedlichem Metier, dass ich lesen kann, dass ich Museen habe und dass ich auch international ein bisschen was mitkriege. Dass es verschiedene Sitten gibt, ja, zwischen verschiedenen Menschen, also sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Und die, sagen wir mal, dann auf einen Haufen zusammenkommen und sich dann möglicherweise auch austauschen. Das wäre dann kulturelle Vielfalt und man so gesehen alles miterlebt. Ich denke auch vor allem das Zusammenleben verschiedener Kulturen. Das ist wirklich ein Riesengut, vor allem wenn viele Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenleben können und das wirklich in Frieden. Das ist wirklich kulturelle Vielfalt. Für mich das Staat wirklich... Ich finde Erfurt Stadt ja wirklich kulturell, weil hier gibt es sehr viele Veranstaltungen, Theater und so viel sagen. Ich finde es halt schön, wenn Leute mit verschiedenen Wurzeln in einer Stadt anzutreffen sind. Ganz einfach, weil man dann auch viel mehr lernen kann über Kulturen und verschiedene Menschen. Und das finde ich schön, weil eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein.